أحب الله والإسلام والقرآن والجنة، أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة، أحب الله والإسلام. أنا مرض، أنا مرض، أنا مرض، أنا مرض، أنا الداء، ومني تأتي أوجاع، وليس لمدمني أبدا من الأخيار أتباع. أنا مرض، أنا الداء، ومني تأتي أوجاع، وليس لمدمني أبدا من الأخيار أتباع. أنا مرض، أنا الداء، ومني تأتي أوجاع، وليس لمدمني أبدا من الأخيار أتباع. dem Herrn aller Welten, und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige. Und ich bezeuge, dass Muhammad, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, sein Diener und Gesandter ist. Allahumma ja'al amalana kullahu saliha, wa ja'alhu li wajhika khalisa, wa la taj'al fihi li ahadin ghayrika shay'a. Liebe Geschwister im Islam, walhamdulillah, Allah Azza wa Jal hat uns zu Muslime gemacht. Und Allah Azza wa Jal hat dir mit diesem Islam die gewaltigste Gnade gegeben, die er einem Diener überhaupt nur geben kann. Eine Frage: Weißt du den Islam zu schätzen? Freut sich dein Herz, dass du ein Muslim bist? Oder ist dir gar nicht bewusst, dass du ein Muslim bist? Ein Muslim trägt den Stolz der Religion, weil er auf nichts anderes stolzer ist als auf seine Religion. Und hört diese gewaltigen Worte von Umar ibn al-Khattab radiallahu an. Er sagte: Inna kunna adalla qawmin, fa'a'azzana Allahu bil Islam, famahma natlubu al-izza bighayri ma a'azzana Allahu bih, adallana Allah. Wir waren ein Volk in der Jahiliya vor dem Islam, die erniedrigt waren. Du hast richtig gehört. Sie waren erniedrigt, sie hatten keinen Wert bei Allah. So gab Allah uns Stolz durch den Islam. Nicht durch dein Geld, nicht durch deine Kinder, nicht durch deine Frauen. Durch den Islam. So gab Allah uns Stolz durch den Islam. Und höre, solange wir den Stolz durch etwas anderes suchen, erwerben wollen, als durch den Islam, wird Allah uns erniedrigen. Dein einziger Stolz, und ich sage es dir klar, ist der Islam. Und wenn du auf etwas anderes stolzer bist als auf deinen Islam, dann wisse, du hast von der Religion weder den Anfang noch das Ende verstanden. Allahumma fahimna dinana. Das ist dein ganzer Stolz. Das ist wie ein Fisch im Wasser. Der Fisch bist du und das Wasser ist deine Religion. Wenn man dich aus diesem Wasser herausnimmt, dann stirbst du. Und das ist der Islam. Und das ist dein Wert, den du hast bei Allah Azza wa Jal. So wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam uns berichtete: Inna Allah yarfa'u bihadha al-kitabi aqwama wa yada'u bihi akharin. Allah erhebt ganze Völker, Menschen mit diesem Koran. Allahu Akbar. Und er erniedrigt andere durch diesen Koran. Entweder hältst du dich an den Koran und du praktizierst deine Religion, und bei Allah bist du geehrt. Bei Allah bist du geehrt, in der Dunya und in der Akhira. Oder du folgst etwas anderem, wie die meisten Muslime leider zu beobachten ist hier in diesem Land. Du folgst etwas anderem als deiner Religion. Schau, wie Allah Azza wa Jal sie erniedrigt. Weder haben sie in der Dunya Erfolg noch in der Akhira. In der Dunya bekommst du nur den Anteil, den Allah Azza wa Jal für dich festgesetzt hat. Ob du ein Munafiq bist, ein Heuchler, ob du ein Kafir bist, ein Ungläubiger, oder ob du der gewaltigste Mu'min bist, Allah gibt dir den Anteil in der Dunya, den er für dich schon bereits geschrieben hat. Willst du dich erniedrigen für etwas, was Allah schon für dich geschrieben hat, und du lässt dein Islam beiseite, nur um den Kuffar zu gefallen? Und das ist das, was wir sehen in der heutigen Zeit. Man sagt dir, wir müssen einen Gang zurückschalten, damit wir nicht als Muslime erkennbar sind. Das, was Allah dir als größten Stolz gegeben hat, das willst du verstecken? Kein Muslim kann so etwas verstecken. Niemand, der eine Ehre hat für seine Religion, kann dieses verstecken, o Diener Allahs. Daher lass dein Herz wieder leben.
Bring dein Herz wieder zum Leben, dass es versteht, dass der Islam die einzige Sache ist, die ihm retten kann in dieser Dunya vor Sorgen, vor Kummer, vor Problemen. Wallahi, der Islam hilft dir. Und Yawmul Qiyamah wirst du in das Paradies hereingehen. Allahumma rzuqna al-Jannah ajma'in. Ich möchte heute mit dir, o Diener Allahs, und wir fahren weiter fort mit unserer Reihe über Amradul Ummah, über die Krankheit der Ummah zu sprechen. Heute lasst uns über eine der gewaltigsten Krankheiten sprechen. Und zwar über die schlechte Beziehung zwischen den Geschwistern. Die Beziehungen, die wir sehen unter den Geschwistern, Bruder, Bruder, Schwester, Schwester, warum sind sie so, wie wir sie in der heutigen Zeit beobachten? Erstmal solltet ihr wissen, o Diener Allahs, unser Prophet Muhammad, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, er hat die Sahaba erzogen nach einem reinen Glauben von Koran und Sunna. Und nur weil sie ihre Religion verstanden haben und nur weil sie alles dafür bereit waren zu opfern für ihre Religion, hast du die beste Geschwisterlichkeit zwischen ihnen gesehen. Die Sahaba, radiyallahu anhum wa abahum, waren ein Beispiel für die Geschwisterlichkeit, die uns heute fehlt. Was sehen wir in der heutigen Zeit? Schaut mal, wie die Muslime zerstritten sind. Schaut mal, wie die Muslime gespalten sind. Schaut, wie die Muslime sich untereinander bekriegen. Ja, du siehst sogar in manchen Ländern, dass ein Muslim gerade auf sein Haus schaut, welches von einem anderen Muslim bombardiert wird. Das ist die Geschwisterlichkeit, die uns die Religion vorgeschrieben hat. Wallahi, dieses beruht nur darauf, dass wir nicht mehr an unserer Religion festhalten. Würden wir an unserer Religion festhalten, würdest du niemals so ein Bild sehen. O Diener Allahs, auch wenn wir unterschiedliche Körper sind, auch wenn wir unterschiedliche Farben haben, Nationalitäten, Rassen, so sind wir doch trotzdem eine Seele. So sollte der Islam sein. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ اقْرَأْ مَعِي فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. الله أكبر. الله عز وجل sagt und haltet allesamt fest am Seil Allahs. Was ist das Seil Allahs? Der Koran. Frage: Ist jeder bereit heute auf Grundlage des Korans zu handeln? Antwort: Die meisten nicht mehr. Sogar Leute, die fünfmal am Tag in der Moschee beten, sie nehmen vom Koran, was sie wollen, und sie lassen, was sie wollen. أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْدِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْدِ. Nimmt ihr etwa einen Teil des Buches vom Koran und lässt ihr einen anderen Teil aus? Was ist das für eine Religion? Entweder bist du Muslim mit Herz und Seele oder entfern dich von dieser Religion. Diese Religion braucht keine Leute, die sich schämen für diese Religion, die diese Religion nicht in der Gesamtheit akzeptieren, so wie der Prophet Muhammad s.a.w. es uns beigebracht hat. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. Und haltet allesamt fest am Seide Allahs. Und daraufhin spaltet euch nicht. Wer spaltet sich von wem? Du hörst heute Wörter der Mubtadi'a, der Leute, die erneuern, die die Religion neu geschrieben haben, anders als der Prophet Muhammad s.a.w. es uns beigebracht hat. Du hörst sie, dass sie dir sagen, lass die Sunna unter den Leuten, denn sie spaltet. Allahu Akbar. Er sagt dir, lass den Weg der Salaf. Er spaltet nur. Rede nicht über Aqida. Diese spaltet unter den Leuten. Wie kann etwas spalten, wozu Allah und sein Gesandter uns aufgerufen haben? وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمْيَا. Und haltet allesamt fest am Seile Allahs. Und daraufhin spaltet euch nicht. Wer ist derjenige, der spaltet? Das ist der Mubtadi', das ist der Erneuerer, der uns eine neue Religion bringt. Das ist derjenige, der die Menschen betrügt. Ein Heuchler, wal'iyadu billah. Diese Leute spalten die Muslime. Wer sind die Leute, die die Muslime spalten? Das sind die fanatischen Madhab-Anhänger. Derjenige, der dir sagt, für mich ist nur Abu Hanifa und nichts anderes. Ist Abu Hanifa die gesamte Religion? Ist Imam Malik die gesamte Religion? Oder Imam Shafi'i oder Imam Ahmed, rahmatullah alayhim ajma'in, sind sie die gesamte Religion? Allah hat dir gesagt, du sollst am Koran und Sunna festhalten. Weil Koran und Sunna fehlerfrei sind.
jeder andere ist fehlerhaft. Ob es Abu Hanifa oder Imam Malik oder Imam Shafi'i oder Imam Ahmed ist. Jeder begeht Fehler unter der Schöpfung. Daher, wie kann jemand sagen, das ist mein Madhab, wenn ihr das akzeptiert, dann bin ich mit euch. Der ist ein Spalter, walayyadu billah. Er spaltet zwischen den Geschwistern. Derjenige, der dir sagt, dieser Madhab und nichts anderes. Dann fragen wir ihn, von wem hat Abu Hanifa seine Religion genommen? Auch von Abu Hanifa? Sie werden sagen, nein, vom Koran und Sunna. Okay, das ist doch die Religion. Abu Hanifa, rahmatullah alayhi, hat sie verstanden. Dieses Madhab-Denken fanatisch, ich rede über die Fanatiker, nicht über diejenigen, die einem Madhab folgen, aber sie haben die Beweise trotzdem als oberste Priorität. Dass der Beweis, wenn er sie erreicht, sie den Madhab lassen. Ich rede über Leute, die den Madhab über Koran und über Sunna stellen. Das sind die Leute, sie spalten zwischen den Muslimen. Und so siehst du die Leute. Einer ist ein fanatischer Madhab-Anhänger. Der andere hat Heuchelei im Herzen. Wal-iyadu billah. Einer folgt nur seinem Gelüsten. Und sie spalten unter den Geschwistern. Und diese Einheit ist wichtig für uns Muslime. Dass wir eine Einheit sind, eine einzige Seele. Das ist unsere Religion. Und darauf sind wir stolz. Höre, was Allah Azza wa Jal, der Allmächtige, sagt. Innama al-mu'minuna ikhwa. Wahrlich, die Gläubigen sind doch Brüder. Brüder, Allahu Akbar. Und wenn du die Ayah genau liest, Allah hat die Bruderschaft verbunden mit der Religion. Innama al-mu'minuna ikhwa. Wahrlich, die Gläubigen sind doch Brüder. Die Gläubigen sind Brüder. Wir alle sind Brüder. Walhamdulillah. Die Gläubigen untereinander sind Brüder. Nicht die Juden und die Christen sind deine Brüder. Weil manche Leute heutzutage zu Juden und Christen sagen, my brother. Und wir sehen das viel, das ist haram. Der ist nicht dein Bruder. Innama al-mu'minuna ikhwa. Wahrlich, die Gläubigen sind Brüder. Wer sind die Gläubigen? Höre, was Allah Azza wa Jal sagt. Innama al-mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulih thumma lam yartabu. Wahrlich, die Gläubigen sind doch diejenigen, die an Allah und seinen Gesandten glauben. Frage, glaubt ein Jude an unseren Gesandten? Nein. Glaubt ein Christ an unseren Gesandten? Wie? Also kann er unser Bruder sein. Und daraufhin nicht zweifeln. Das sind unsere Brüder. Nur die Muslime untereinander sind Brüder. Wahrlich, die Gläubigen sind Brüder. Allahu Akbar. Allah hat die Religion verbunden mit unserer Brüderschaft. Deswegen, wenn du siehst, dass Leute Brüder sind ohne einen Glauben, so wisse, diese Leute haben nichts mit dieser Ayah gemeinsam. Erst wenn du siehst, dass jemand seine Bruderschaft aufbaut auf einer reinen Religion, diese haben die Bruderschaft verstanden. Dein Bruder ist dein Bruder, ob du es möchtest oder nicht. Und du liebst ihn für Allah, ob du es möchtest oder nicht, weil er dein Bruder ist. Das ist unsere Religion. Walhamdulillah. Wir sind verschiedene Körper, aber eine Seele. Eine einzige Seele, liebe Geschwister. Allah Azza wa Jal sagt, und haltet allesamt fest am Seil Allahs. Und daraufhin spaltet euch nicht. Und gedenkt der Gnade, erinnert euch, o ihr, die ihr vorher verstritten wart, die ihr vorher miteinander Kriege geführt habt, die ihr euch angefeindet habt, die ihr euch gehasst habt. Und gedenkt der Gnade Allahs. Als ihr auseinander wart, so hat Allah euch mit seiner Gnade zusammengeführt. Schaut euch um. Hier sitzen Afrikaner. Hier sitzen Asiaten. Hier sitzen Araber. Hier sitzen Türken. Hier sitzen Kurden. Aber für uns ist das Entscheidende, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Das vereint uns. Nichts anderes. Alles andere spaltet uns. Willst du uns mit der Nationalität kommen? Schaue, wozu dieses Problem zwischen den Rassen geführt hat. Ey Wallah, bis du heute siehst, dass die Araber untereinander sich nicht dulden. Aus welchem Land kommst du, ist eine der ersten Fragen heutzutage. Er sagt dir nicht, Alhamdulillah, du bist Muslim. Aus welchem Land kommst du? Er will erfahren, ob du sein Bruder sein kannst oder nicht. Bist du aus demselben Land, dann gibt es eine Chance für dich. Da kommen aber noch 100 Fragen hinterher. Er ist ein Muslim und das reicht. Innama al-mu'minuna ikhwa.
فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله واتقوا الله واتقوا الله لعلكم ترحمون. Wahrlich, die Gläubigen sind Brüder. Darum schlichtet zwischen euren Brüdern. Allah will nicht, dass wir auseinandergehen. Wie auch, wenn Allah Azza wa Jalla uns befohlen hat, dass wir alle am selben Strang ziehen, dass wir alle am selben Seil ziehen. Und Wallahi, und ich schwöre bei Allah Azza wa Jalla von der Mimba des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, die Kuffar, die Feinde Allahs, die uns bekämpfen von morgens bis abends und sie lieben es, uns zu töten, sie haben es nur geschafft, weil wir auseinander sind. Das ist das einzige Ziel von ihnen. Versteht ihr jetzt, warum die Kuffar zwischen den Muslimen spalten? Und wir machen mit, das ist das Problem. Wer ist der Spalter? Wir haben es erwähnt, das ist nicht derjenige, der auf dem richtigen Weg festhält, an Koran und Sunna. Der ist auf dem richtigen Weg und er handelt richtig. Falsch sind diejenigen und sie sollen sich bei Allah Azza wa Jalla verantworten. Yawmul Qiyamah, die Muslime spalten. Wer sind diese ganzen Gruppierungen? Wer sind die Sekten? Wo gab es die Schia in der Zeit vom Propheten Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Wo gab es sie? Hast du von Abu Bakr gehört, dass er gesagt hat, Allahumma ja'alni min al-Shia? Hast du so etwas gehört? Hast du gehört, dass Aisha von den Shia war? Woher kommen diese Leute? Sie sind alle später entstanden. Shia, Sufis, Hizb al-Tahrir, all diese Sekten, die den Islam gespalten haben, sind später erst entstanden. Koran und Sunna ist unsere Religion. Wenn du was Gutes tun willst, dann halte an diesem Seil fest. Und wenn du etwas Schlechtes tun willst, dann siehst du, was die Leute bereits allesamt machen. Allahumma thabbitna ala din al-haq. Das ist unsere Aqida, liebe Geschwister. Allah hat uns befohlen, dass wir zusammen an einem Seil ziehen. Koran, Yahi. Koran. Wenn ich dir sage Koran, dann sag mir nicht nein, etwas anderes. A'udhu billah, bist du ein Muslim? Das sind Worte des Kufr. Wenn ich dir sage, komm, lass uns zum Koran zurückkehren und du sagst mir nein, es gibt was anderes, das ist Kufr. Bist du ein Muslim oder nicht? Weil heutzutage die Kuffar bringen uns bei, sie klassifizieren die Muslime. Sie sagen, es gibt heutzutage einen liberalen Muslim. Ein atheistischen Muslim. Wallah, ich weiß bis heute nicht, was ein atheistischer Muslim ist. Es gibt Salafisten, sagen sie dir. Salafisten, oh ihr Feinde Allahs, die ihr genau verstanden habt, dass dieses die einzigen Leute sind, die an Koran und Sunna festhalten. Deswegen nennen sie sie Salafisten, um den anderen Muslimen zu zeigen, guck mal, wir akzeptieren euch, weil ihr seid gemäßigt. Wen meinen sie mit gemäßigt? Sie meinen die Schia. Sie meinen die liberalen Muslime, diese Fernsehmuslime, walayyadu billah. Sie meinen diejenigen, die nicht an Koran und Sunna festhalten. Aber diejenigen, die an Koran und Sunna richtig festhalten, die ihre Gebete machen, ihr Fasten machen, zum Guten rufen, das Schlechte verbieten, die sind bei ihnen Salafisten. Und diese Kuffar sollen sagen, was sie wollen. Wallahi al-Azim, sie werden morgen besiegt. Glaubst du daran? Allah hat es dir gesagt, o Diener Allahs. Verinnerliche das in deinem Herzen und wisse, diese Kuffar können nur tun, was Allah Azza wa Jalla ihnen erlaubt. Mehr als das werden sie nicht tun können. Und Allah hat den Muslimen schon den Sieg versprochen. O Diener Allahs, ich habe dir gesagt, dass dieser Glaube sehr wichtig ist für uns. Er sorgt dafür, dass wir uns untereinander lieben. Und dieser Glaube sorgt dafür, dass zwischen uns Harmonie ist. Und dieser Glaube sorgt dafür, dass wir eine Einheit sind. Was sollen die Kuffar uns antun? Was sollen sie uns antun, wenn wir eine Einheit sind? Und wehe dir, dass du zu denjenigen gehörst, die Muslime spalten. Wallahi, du denkst vielleicht, das ist leicht, aber bei Allah Azza wa Jalla ist das gewaltig. Lass uns darüber reden, liebe Geschwister, welche Vorteile die Brüderschaft hat. Ein Hadith schöner als der andere. So sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Er sagte, inna min ibadillah, ibadan, unter den Dienern Allahs gibt es Diener. Wer sind sie? Yarbituhum al-anbiya' wa-shuhada. Die Propheten und die Märtyrer beneiden sie yawmul qiyamah. Es werden Propheten und Shuhada und Märtyrer kommen yawmul qiyamah. Dann werden sie Leute sehen. Und sie werden sagen, könnte ich doch auch von ihnen sein. Wer sind sie? Hum qawmun tahabu fillahi azza wa jal. Sie sind ein Volk, die sich einander für Allah azza wa jal lieben. Min ghayri amwalin wa la ansa. Weder lieben sie sich für Geld, noch lieben sie sich, weil sie verwandtschaftliche Beziehungen haben. Sie lieben sich für Allah.
höre, was ihr Erfolg sein wird, Yawmul Qiyamah. Was ihr Lohn sein wird, Yawmul Qiyamah. Der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, Wujuhuhum Nur. Ihre Gesichter sind aus Licht. Ala manabira min Nur. Sie sitzen auf Lichtthrone. Throne aus Licht. La yakhafuna idha khafa an-nas. Sie werden Yawmul Qiyamah keine Angst verspüren, während die anderen in Angst versetzt werden. وَلَا يَحْزَنُونَ إِذَا حَزِنَ النَّاسِ. Und sie werden nicht traurig sein, wenn die anderen traurig sein werden. Dann las der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam die Ayah, أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. Wahrlich, die nahestehenden Diener Allahs, die nahestehenden Diener Allahs, über sie soll Yawmul Qiyamah weder Furcht kommen, noch sollen sie traurig sein. Das sind diejenigen, die geglaubt haben und Allah gefürchtet haben. Er nennt sie Awliya Allahs. Das ist die Eigenschaft von ihnen, dass sie sich für Allah geliebt haben. Ihre Gesichter sind aus Nur und sie sitzen auf Throne aus Nur. Und Allah Azza wa Jal wird sie keine Angst verspüren lassen, Yawmul Qiyamah, wenn die Herzen zum Beben gebracht werden. Allahu Akbar. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hat gesagt, dass er dich vermisst. Allahu Akbar. Eines Tages weinte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Dann fragten die Sahaba radiallahu anhum, ماذا يبكيك يا رسول الله? Was lässt dich weinen, o Gesandter Allahs? Höre, was er sagt. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Er sagte, وَدِدْتُ أَنِّي لَقِيْتُ إِخْوَانِي. Ich vermisse meine Brüder. Ich vermisse meine Geschwister. Ich sehne mich danach, meine Geschwister zu treffen. Die Sahaba, die den Propheten sallallahu alaihi wa sallam über alles geliebt haben, haben gesagt, ja Rasulallah, نَحْنُ إِخْوَانُكَ. Wir sind doch deine Brüder. Wir sind doch deine Geschwister. Er sagte, أنتم أصحابي. Ihr seid vielmehr meine Gefährten. ولكن إخواني الذين آمنوا بي ولم يروني. Vielmehr sind diejenigen, die meine Geschwister sind, diejenigen, die an mich geglaubt haben und mich nicht gesehen haben. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam vermisst dich. In seiner Zeit hat er dich vermisst. Er wollte dich gerne treffen. Wenn du einer bist, der diese Brüderschaft hochhält, o Diener Allahs. Höre, was einer der Tabi'in zu Mu'adh ibn Jabal radiallahu anhu sagte. Er sagte zu ihm, Ya Mu'adh, Wallahi, inni la uhibbuka fillah. Bei Allah, ich liebe dich für Allah. Dann sagte Mu'adh ibn Jabal radiallahu anhu, einer der gewaltigsten Sahaba, Allah, meinst du wirklich für Allah? Qultu Allah, natürlich für Allah. Er sagte, Allah, qultu Allah, Allah, qultu Allah. Er fragte ihn dreimal, bist du dir sicher, dass du mich für Allah liebst? Er sagte, ich liebe dich für niemand anderen außer für Allah. Er sagte, bist du sicher, dass du mich wirklich nur für Allah liebst? Für niemand anderen. So sagte Mu'adh ibn Jabal zu Abu Idris al-Khawlani, rahimahullah ta'ala. Er sagte zu ihm, abschir, vernehme die frohe Botschaft. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهد ان جزمت صلى الله عليه وسلم sagen وجبت محبتي للمتحابين فيه. Allah azza wa jalla sagt in diesem Hadith Qudusi, meine Liebe ist verpflichtend geworden für diejenigen, die sich für mich lieben. Wisse, und das ist die schöne Botschaft an dich, liebst du deine Geschwister für Allah, die Liebe Allahs ist Pflicht für dich. وَالْمُتَجَالِسِينَ فِيهَا. Und diejenigen, die sich wegen mir treffen und sich gemeinsam hinsetzen wegen mir. وَالْمُتَبَادِلِينَ فِيهَا. Und diejenigen, die großzügig zueinander sind wegen mir. وَالْمُتَزَاوِرِينَ فِيهَا. Und diejenigen, die sich für mich besuchen. Allahu Akbar. Gibt es solche Leute, die haben an dir kein anderes Interesse, außer dass du ihr Bruder bist? Ey, wallah, es gibt sie. Es gibt sie. Aber wo sind sie? Wo sind sie? Unsere Religion, schaut, welche Werte sie uns beigebracht hat. Und schaut, was wir davon praktizieren. Wer ist falsch? Unsere Religion oder wir? Und wallahi, wenn man sieht, wie die Geschwister miteinander umgehen, als ob sie nichts von der Religion mitbekommen haben. Das ist sehr, sehr schade. Warum?
weil wir haben eine perfekte, eine vollständige Religion. Und das Problem ist, dass wir diese Religion nicht wirklich umsetzen. Auch sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam: Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya, naffasa Allahu anhu kurbatan min kurabi yawm al-qiyamah. Derjenige, der seinem Bruder eine Sorge in der Dunya wegnimmt, ihm hilft bei einem Problem, welches sein Bruder hat, so wird Allah ihm helfen am Tage der Auferstehung bei eines seiner Probleme. Und wallahi, wir werden alle Probleme haben, yawm al-qiyamah. Wir werden alle Probleme haben, yawm al-qiyamah. Warum hilfst du deinem Bruder nicht? Für Allah. Wie? Für Allah. Für Allah. Dass du deinem Bruder hilfst und liebst für Allah. Er gibt dir kein Geld. Auch wenn er dir nicht zulächelt, du hilfst ihn für Allah. Aber schaut mal, was die Wahrheit ist. Heutzutage, wenn wir zu einem Bruder sagen, Assalamu alaikum, dann inspiziert er dich erstmal. Er guckt erstmal, wer ist das, der überhaupt zu mir Salam gesagt hat. Ein anderer Bruder sagte zu mir, er hat einmal zu einem Bruder gesagt, Assalamu alaikum. Er sagte zu ihm, ich werde dir nicht wa alaikum salam sagen, bis du mir drei Antworten gibst. Wer hat uns so etwas beigebracht? Das sind die Spalter der Religion. Das sind diejenigen, die fanatisch sind für ein Madhab, für ein Sheikh, für eine Partei, für eine Gruppierung. Das sind diejenigen, die spalten. Möge Allah Azza wa Jalla diese Leute recht leiten. Und sie werden Yawm al-Qiyamah zur Verantwortung gezogen, liebe Geschwister, weil dieses so sein muss. Lasst uns ein paar Beispiele der Sahaba studieren, wie sie zueinander waren. Wallahi, wenn ich euch diese Überlieferung auch nenne und euch sage, dass sie in eines der authentischsten Bücher in den Sunan-Büchern ist, ihr werdet sagen, verzeih mir, Abu'l-Bara, ist diese Geschichte wirklich authentisch? Bei Allah, sie ist authentisch. So sagte Abdurrahman ibn Auf, radiyallahu anhu wa arda. Er sagte, lamma acha Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam baini wa baina Sa'd, yani Sa'd ibn Rabi' radiyallahu anhu wa arda. Er sagte, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat zwischen mir und zwischen Sa'd Brüderlichkeit geschaffen. Hat uns verbrüdert miteinander. Wir sind Brüder geworden. Wir kannten uns vorher nicht. Zum ersten Mal haben sie sich dann gesehen. Wer? Abdurrahman ibn Auf und Sa'd. Radiyallahu anhuma. Hört mal, was Sa'd zu ihm sagte. Zu Abdurrahman ibn Auf. Er sagte zu ihm, Inni aktharul ansari malan. Ich habe am meisten Geld unter den Ansaren. Sozusagen, ich bin der Reichste unter den Ansaren. Und er hat wahrlich Geld besessen. Und er sagte zu ihm, فَأَقْسِمُ لَكَ نِصْفَ مَالِ. Ich werde dir die Hälfte von meinem Vermögen geben. Allahu Akbar. Er sieht ihn zum ersten Mal, er kannte ihn nicht zuvor und er sagt zu ihm, du bist jetzt mein Bruder, der Prophet s.a.w. hat zwischen uns verbrüdert, ich gebe dir die Hälfte von meinem Vermögen. Allahu Akbar. Heutzutage nimmt man die Hälfte von dem Vermögen seines Bruders. Und er sagte weiter, höre zu, وَعِنْدِي مَعَتَانِ. Und ich habe zwei Frauen, die ich besitze. فَانْظُرْ أَعْجَبَهُمَا. So schaue, wer von ihnen dir gefälliger ist. Welche Frau gefällt dir besser? Das heißt, wenn du eine wählst, dann werde ich sie scheiden und nach der Idda, nach der Wartezeit, kannst du sie heiraten. Wo gibt es so etwas? Wo gibt es so etwas? Haben sie einander gefragt, welcher Nationalität du angehörst, welchen Madhab du angehörst, welchen Sheikh du folgst, welcher Partei du folgst? Nein. Er sagte, lamma acha Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam baini wa baina Sa'd. Als der Prophet sallallahu alaihi wa sallam zwischen mir und zwischen Sa'd verbrüdert hat. Das hat gereicht. Das hat gereicht, damit er ihnen sagt, nimm die Hälfte von meinem Vermögen. Und das wären in der heutigen Zeit Millionen. Und nimm eine Frau von mir, die dir gefällt. Allahu Akbar. Und schaut mal das Angebot von einem gewaltigen Sahabi und die Antwort von einem anderen gewaltigen Sahabi, Abdurrahman ibn Auf, der einer der 10 Mubashirin ist, die zu den Paradiesbewohnern gehörten. Er sagte, Allahumma barik fi malik wa ahlik. Möge Allah Azza wa Jal dein Geld und deine Familie segnen. La hajata li. Ich brauche das alles nicht. Allahu Akbar. Einer gibt dir die Hälfte von seinem Vermögen. Millionen. Und du sagst ihm, ich brauche das nicht. Richtig. Höre, was Abdurrahman ibn Auf gesagt hat. Hal min suqin fihi tijara? Gibt es hier irgendwo einen Markt, wo ich Tijara betreiben kann? Ich will mein Geld selber verdienen. Lass die Millionen für dich. Ich will mein Geld selber verdienen. Abdurrahman ibn Auf radiallahu anhu war Multimilliardär, um es in der heutigen Zeit auszudrücken. Allah Azza wa Jal hat ihn versorgt, so dass er Milliarden geschäffelt hat.
Wenn wir fragen, wo ist Sa'd in dieser Zeit, dann fragen wir, wo ist auch Abdurrahman in dieser Zeit. Radiallahu anhu. Und ein anderes Beispiel, liebe Geschwister, Abdullah ibn Amr. Radiallahu anhu arda. Er hörte einmal, dass der Prophet sallam zu einer Person gesagt hat, das ist einer der Paradiesbewohner. Was hat er gemacht, Abdullah ibn Amr? Radiallahu anhu arda. Er ging zu ihm, um bei ihm zu übernachten und zu sehen, warum ist er ein Paradiesbewohner. So ging er zu ihm und hat so getan, als ob er Probleme zu Hause hat, damit er bei ihm bleibt, um zu sehen, welche Tat hat ihn zu den Paradiesbewohnern gemacht. So hat er 3 Tage nichts Besonderes von dieser Person gesehen. Um ehrlich zu sein, er ist nur zum Fajr aufgestanden, hat sein Gebet gemacht und hat sich anschließend wieder hingelegt. Nichts Besonderes. Dann 3 Tage später war er enttäuscht, Abdullah ibn Amr. Er sagte, فَمَنْ لَذِي بَلَغَ بِكْ. Was ist das, was der Prophet sallam über dich gesagt hat, dass du einer der Paradiesbewohner bist? Mit anderen Worten, ich habe nichts Besonderes gesehen. Er sagte, مَا هُوَ إِلَّا مَا رَأَيْتَ. Das ist nur das, was du gesehen hast. Ich mache nicht mehr Antaten. Was ist mit Abdullah ibn Amr gewesen? Er sagte, فَانْصَرَفْتُ. So bin ich gegangen. فَدَعَانِ. Dann rief mich dieser Mann zurück, der Paradiesbewohner. Er sagte, وَاللَّهِ هُوَ الَّذِي مَا رَأَيْتَ. Es ist nur das, was du gesehen hast. غَيْرَ أَنِّي. Außer dass ich, höre, was seine Eigenschaften waren, غَيْرَ أَنِّي لَا أَجِدُ فِي نَفْسِ غِلًّا لِأَحَدٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ. Außer, dass ich niemanden unter den Muslimen im Herzen hasse. وَلَا أَحْسِدُهُ عَلَى خَيْرٍ أَعْطَاهُ اللَّهُ إِيَّهُ. Und ich beneide ihn für nichts, was Allah ihm an Gutem gegeben hat. So sagte Abdullah ibn Amr, das ist das, was du bekommen hast. Das ist das, was deine Eigenschaft ist. Hier letti la nutiert. Das ist das, was wir nicht aushalten können. Hast du gehört, wie man ein Paradiesbewohner sein kann? Und als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gefragt wurde nach denjenigen, die die meisten sind, die in das Paradies hereingehen, er sagte, Ashabu husnil khuluq. Das sind diejenigen, die die besten Charaktereigenschaften haben. والتقوى وندي غوتس فورش. اللهم اجعلنا من المتقين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ودين الله. Weißt du denn nicht, dass wir allesamt einen Tag erleben werden, der 50.000 Jahre andauern wird? Weißt du nicht, dass wir so einen Tag allesamt erleben werden? Yawmul Qiyamah. Und der Prophet Muhammad sallam hat uns beschrieben, dass die Sonne in unmittelbarer Nähe über die Köpfe der Menschen sein wird, die allesamt versammelt werden am Versammlungsplatz. Yawmul Qiyamah. 50.000 Jahre werden sie unter dieser heißen Sonne stehen. So sagte Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, Saba'atun yudhilluhum Allah fi dhillihi yawma la dhillu li yawma la dhilla illa dhillu. Am Tage der Auferstehung werden 7 Personengruppen unter dem Schatten des Thrones Allahs sein. 7. Und ich möchte nur heute mit dir über eine reden, o Diener Allahs. Höre, wie ihr Zustand sein wird, Yawmul Qiyamah, wo die Sonne nur eine Meile über den Köpfen sein wird. Und die Köpfe brodeln werden vor Hitze, weil sie unter der Sonne sind. Er sagte, Rajulan, tahabba fillahi azza wa jal. Tahabba fillahi azza wa jal. Ijtama'a alayhi wa tafarraqa alayhi. Eine Personengruppe, die unter dem Schatten des Thrones Allahs sein werden, und sie werden nicht von der Sonne berührt werden, und sie werden nicht diese Last der 50.000 Jahre auf sich hinnehmen. Das sind Leute, die haben sich für Allah geliebt. Für Allah, nicht für Geld, für Interessen. Für Allah geliebt. Sie sind wegen Allah zusammengekommen und haben sich getrennt für Allah. Allahumma ja'alna minhum. Sie haben sich für Allah getroffen und sind für Allah auseinandergegangen. Allahu Akbar. Was wird mit diesen Leuten sein? 50.000 Jahre werden die Menschen warten unter der Sonne. Für diese Leute wird es eine Zeit sein, wie zwischen dem Dhuhr und dem Asr, dann gehen sie in das Paradies. Allahu Akbar. Welche Gnade es ist, dass du deinen Bruder für Allah Azza wa Jalla liebst.
Und ich möchte abschließen, liebe Geschwister, indem ich zum Schluss euch ein Hadith nenne, der euch beweist, warum diese schlechte Geschwisterlichkeit zwischen uns herrscht. So sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, Inna shaytana qad ya'isa. An ya'budahu al-musallun, walakin fi al-tahlishi baynahum. Der Shaytan hat aufgegeben, dass die Betenden den Shaytan anbeten. Er hat das aufgegeben. Er hat es nicht geschafft, die Betenden dazu zu bringen, dass sie ihn anbeten, den Shaytan. Aber höre, was der Prophet sallallahu sagte, aber er hat es geschafft, den Streit unter ihnen zu sehen. Walakin fi at-tahrish baynahum, yuharrish baynahum. Er sieht Streit zwischen den Muslimen. Schaut mal, womit das anfängt, mit kleinen Dingen. Du rufst deinen Bruder an, auf einmal hat es geklingelt, ein, zwei Mal, und dann hörst du nur tüt, 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 nur den Ton. Was kommt sofort in deinen Gedanken? Der hasst mich, der will nicht mit mir reden. Subhanallah. Hast du dich gefragt, ob er was zu tun hat? Hast du dich gefragt, in welcher Situation er gerade ist? Nein. Sofort kommt in deinem Sinn, dieser Mann hat was gegen mich. Ya ayyuhalladhina amanu. O ihr, die ihr glaubt, Allah Azza wa Jalla ermahnt uns, dass wir zu denjenigen gehören, die schlecht vermuten über unsere Geschwister. Allah Azza wa Jalla sagt, Ya ayyuhalladhina amanu, ijtanibu kathiran min adh-dhann, inna ba'd adh-dhanni ithm. O ihr, die ihr glaubt, meidet schlechte Vermutung, denn wahrlich, eine Vermutung könnte eine Sünde sein. Das heißt, warum denkst du gleich schlecht über deinen Bruder nach? Ja, er hat meine SMS gelesen. Warum hat er mir immer noch nicht geantwortet? Ja, Achim, anstatt dass du nach Entschuldigung suchst, suchst du nach Fehler. Höre, was Abdullah ibn al-Mubarak, rahimullah ta'ala, sagte. Er sagte, inna al-mu'mina yatlubul ma'adhir. Wahrlich, der Gläubige sucht nach Entschuldigung. Wa inna al-munafiq yatlubul uyub. Aber der Munafiq, der Heuchler, sucht viel mehr nach Fehler. Das ist die Wahrheit. Warum denkst du schlecht über deinen Bruder? Warum, wenn ihm ein Wort ausgerutscht ist, was er nicht so meinte, dann meidest du ihn sofort. Und schaut mal, was wir sehen in den Moscheen. Zwei Brüder haben miteinander Probleme, sofort siehst du, dass beide nicht mehr kommen. Shaytan hat genau geschafft, was er will. Und das ist, was der Prophet Muhammad sallallahu sagte. Innama ya'kulu dhi'bu al-qasiya. Wahrlich, der Wolf frisst das Schaf, welches sich von der Herde entfernt. Meint, der Teufel nimmt sich denjenigen, der die Jama'a verlässt. Warum haben sie die Jama'a verlassen? Es gab einen kleinen Streit zwischen ihnen. Und wenn du gehört hättest, was der Streit war, wallahi, du lachst dich kaputt. Du sagst, dir sind das kleine Kinder. Sie lassen die Jama'a, ihre Religion, das Herz der Religion, um einfach nur ihren Gelüsten zu folgen. Das ist ein Problem für uns. Und das ist das, was der Islam nicht von uns will. Ein Bruder umarmt seinen anderen Bruder. Assalamu alaikum, Achi, Habibi, Aini. Kaum haben sie sich getrennt. A'udhu billah, hadal fajr, hadal fasiq. Was ist das für ein übler Mensch, sagt er über ihn. Kaum, dass sie sich getrennt haben. Diese Leute werden alles verantworten, Yawmul Qiyamah. Einer sagt zu seinen Brüdern, du Käfer, du Munafir. Und wir haben viele in dieser heutigen Zeit. Ey Wallah, wie viele sind sie von diesen ungebildeten, unerzogenen Leute, die nichts mit der Religion haben, außer, walayyadu billah, was sie sich selbst von der Religion ausgedacht haben. Denn würden sie nach der Religion handeln, Wallahi, niemals würde jemand zu seinem Bruder sagen, du Käfer. Oder du Fasid. Oder du Munafiq. Wer sagt so etwas? Wer sagt so etwas? Außer einer, der, walayyadu billah, einfach nur sein Gelüsten folgt. Ich rede nicht über die Kuffar, dass man sie Kuffar nennt. Nein, ich rede über deinen Bruder. Du weißt das Gute von ihm. Du weißt, dass er nach dem Islam handelt. Du weißt nichts anderes von ihm, dass er einfach nur ein Muslim sein möchte und alles andere ablehnt. Aber es kann sein, dass er einen Fehler gemacht hat. Sofort, Gafir, sofort, sofort. Ja, richtig. Wallahi, wisse, Allah wird dich aufdecken. Wir haben auch Leute, Alhamdulillah, die sagen immer Kuffar zu uns. Wir sagen ihnen, bitte sagt nicht Kuffar, sagt Munafiq. Weil dann werden wir noch mehr Lohn von euch bekommen, Yawmul Qiyamah. Wallahi, einer kam einmal und hat über mich schlecht geredet und der Kafir und so weiter und so fort. Der ist nach Ägypten gegangen, hat Hijra gemacht. Dann kam irgendein Bruder von Holland, irgendein Bruder, Allahu Alam, Ja'a Rajul min Aqsa al-Madina, aus irgendeiner entfernten Stadt.
Und dieser Bruder hat mir gezeigt, dass er mit seiner Frau verheiratet war, mit dem, der zu mir Kafir gesagt hat, und der andere war gleichzeitig auch mit ihr verheiratet. Schaut, wie Allah dich in deinem eigenen Haus bloßstellt. Na. Und er hat mir Bilder gezeigt, ja Latif, von ihr. Möge Allah Azzawajal uns bewahren. Allah deckt dich auf und Wallahi, er wird deine Ehre entblößen. Und höre diese gewaltige Überlieferung, wo der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, und dein Herz bebt, wenn du eigentlich so eine Überlieferung hörst. Er sagte, sallallahu alaihi wasallam, Ar-Riba 73 Baba. Ar-Riba, die Zinsen, haben 73 Türen. Das heißt, eine Stufe ist schlimmer als die andere. Höre, welche die leichteste Stufe ist. Er sagte, sallallahu alaihi wasallam, Aysaruha an yankiha ar-rajulu umma. Die leichteste Stufe von den 73 gewaltigen Stufen von Ar-Riba ist wie ein Mann, der mit seiner eigenen Mutter Geschlechtsverkehr hat. Sind wir bei der schwersten? Nein, es sind 73. Höre, was die schwerste ist. So sagte Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna arba riba, irdu rajuli al-muslim. Irdu al-rajuli al-muslim. Und die gewaltigste Tür von Ar-Riba ist, dass man über die Ehre von seinem Bruder herzieht. Allahu Akbar. Ist, dass man über die Ehre von seinem Bruder herzieht. Und vielleicht lügen wir nicht, wenn wir sagen, die Muslime sind heutzutage nur damit beschäftigt. Von morgens bis abends sitzen sie vor diesem Shaitan TV und sie machen Riba und Namima über ihre Geschwister. Das ist das, was wir heutzutage sehen. Darum passe auf, Yahi. Gehöre nicht zu den Fitna-Treibenden, diejenigen, die die Muslime spalten. Gehöre zu denjenigen, die die Muslime auf Koran und Sunna, und ich wiederhole das, auf Koran und Sunna verbinden, nicht auf Dalal. Nicht auf Dalal. Und wisset eins, die Schia und wir sind unterschiedliche Leute. Nein, diese Leute sollen Koran und Sunna folgen, dann erst sind wir bereit, mit ihnen eine Übereinkunft zu treffen. Nicht, dass du denkst hier, ja, aber... Ja, Allah sagt, wa'tasimu bihablillahi jamia, und haltet fest am Seil Allah. Hat Allah uns befohlen, dass wir die Sahaba verfluchen und verdammen, wie die Schia es machen? Abu Bara, du hast uns gerade beigebracht, wir sollen die Geschwister zusammentun. Auf welcher Basis, ja? Auf welcher Basis? Nach deinem Kopf und nach meinem Kopf? Wie hat Allah Azza wa Jalla die Sahaba zusammengebracht? Wie? Sag mir wie! Hat jeder seine Gruppierung gehabt und dann sind sie zusammengekommen? Nein, sie mussten sich unterwerfen. Entweder seid ihr eine Einheit oder ihr habt den Islam nicht richtig verstanden. Und schaut, Leute, die sich bekämpft haben, jahrelang, unter denen es Kriege gegeben hat, auf Basis von Koran und Sunna sind sie übereingekommen. Und wir sagen jedem, Wallahi al-Azim, wir öffnen unsere Herzen und wir öffnen unsere Hände, aber ihr kommt mit Koran und Sunna nichts anderes. Wir akzeptieren nichts anderes. Wie sollen wir uns zu einer Partei zusammenschließen, liberale Partei, und dann mit euch zusammenkommen? Und die Religion verraten? Ist es das, was Allah von uns will? Oder Leute, wal-iyadu billah, die den Menschen heute erzählen, ihr könnt die Religion nehmen, von wem ihr wollt? War das die Aqida von den Sahaba, dass sie die Religion genommen haben, von wem? Sie haben sie vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam genommen. Derjenige, der ihnen die Religion beigebracht hat. Daher wisse, jeder, der diesen Sektenvolk, diesen Gruppierung, diesen Parteien, er spaltet die Muslime nicht. Du bleib auf dem richtigen Weg, auf dem richtigen Manhaj. Hab Respekt, sei gut, hab einen guten Charakter, auch wenn Leute dich dafür kritisieren, auch wenn Leute kommen von links und rechts, zeig du deinen guten Charakter und versuche sie auf Basis von Koran und Sunna mit dir zu verbinden. Das ist das, was der Islam von dir fordert. Mehr nicht. Denn wisse, du wirst morgen vor Allah Azza wa Jalla stehen. Und Allah wird dich fragen, wie du mit deinen Geschwistern umgegangen bist. Und wenn du ihnen sagst, ja Allah, ich habe sie versucht, auf Grundlage von Koran und Sunna zusammenzubringen, wird Allah zornig auf dich sein, wo er dir das doch befohlen hat. Nein, bei Allah, nein. Und daher beende ich, liebe Geschwister, mit dem letzten Satz. Möge Allah Azza wa Jal mich und euch segnen und uns alle Probleme in der Dunya und in der Akhira hinwegnehmen. Ich möchte euch nur sagen, weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, إِذَا أَحَبَّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُعْلِمْهُ أَنَّهُ يُحِبُّهُ. Wenn einer von euch seinen Bruder liebt für Allah, dann soll er ihm sagen, er liebt dich
Ich liebe dich für Allah und ich sage euch, ich liebe euch allesamt für Allah. Möge Allah Azzawajal unsere Herzen miteinander verbinden und verzeiht mir, wenn ich den einen oder den anderen etwas angetan habe, bewusst oder unbewusst. Aber Fakt ist, wir lieben unsere Geschwister für Allah Azzawajal. Möge Allah Subhanahu wa Ta'ala uns unsere Sünden vergeben. Möge Allah Azzawajal uns Yawmul Qiyamah unter den Rechtgeleiteten schreiben. Möge Allah Azzawajal uns mit dem Propheten Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam auferstehen lassen. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.